Einen wunderschönen guten Tag an alle Cineastinnen und Cineasten da draußen. Willkommen wieder bei Movie Check und zu der Trailer-Reaction zu dem zweiten Trailer zu Top Gun 2 bzw. Top Gun Maverick. Top Gun, das war ein Film aus den 80ern, der sehr, sehr hohe Wellen geschlagen hat. Der war inszenatorisch richtig, richtig cool für einen Actionfilm, umgesetzt mit echten Luftkampfaufnahmen. Also jetzt nicht echten Kampfaufnahmen, aber echten Luftaufnahmen aus den F-18-Fliegern, die da geflogen haben. Und hatte natürlich auch mit dem Duo Val Kilmer und Tom Cruise zwei Hauptdarsteller, die wirklich diesen Rivalitätsgedanken on screen gelebt haben. Top Gun 2, Maverick, dreht sich primär um Maverick, also Mitchell, also den Charakter, der wiederum von Tom Cruise verkörpert wird. Val Kilmer soll auch drin vorkommen, mit dabei unter anderem auch noch Ed Harris. Und worum es so im Prinzip gehen soll, naja, das ist noch nicht so ganz klar. Das hat der erste Trailer auch nicht so einem auf dem Silbertablett präsentiert. Was aber so spekulativ im Äther diskutiert wird, ist, dass es auch um moderne Kriegsführung, sprich um Drohnenkriegsführung geht. Gleichzeitig aber auch Maverick als Ausbilder uns in dem Film präsentiert werden soll. Und das alles irgendwie miteinander verwurschtelt, soll dann letzten Endes, Top Gun 2 sein. Dementsprechend, ich bin wirklich in Erwartung, was uns jetzt davon alles in diesem zweiten Trailer gezeigt wird. Und ich würde sagen, long story short, gucken wir uns das Ding einfach mal an. Play. Ihr Ausbilder ist einer der besten Piloten, die wir in diesem Programm je hatten. Seine Verdienste sind legendär. Was er ihnen beibringen wird, könnte sehr wohl den Unterschied ausmachen zwischen Leben und Tod. Ihr Ruf eilt ihnen voraus. Ich muss zugeben, Ihre Einladung hat mich überrascht. Man nennt es Befehl, Maverick. Cool. Krass. Guten Morgen, Flieger. Hier spricht Ihr Captain. Wir trainieren heute den Luftkampf. Zwei gegen einen? Das soll wohl ein Scherz sein. Krass. Ja, Sommer 2020, um genau zu sein, ich meine, deutsches Release ist der 16. Juli 2020. Und ich muss sagen, so viel hat dieser Trailer uns immer noch nicht über den Film verraten. Natürlich, jetzt hat sich bestätigt, es geht darum, dass Maverick als Ausbilder fungiert, da von seinen Vorgesetzten zumindest für diese Rolle angeworben wird, um ein paar Rookies auszubilden, unter anderem auch Miles Teller. Der spielt Bradley Rooster Bradshaw. Bradshaw wiederum, den Namen dürften alle kennen, die den ersten Teil gesehen haben, ist der Sohn von Goose. Dann haben wir noch mit am Start eben, ja, Tom Cruise natürlich als Maverick. Wir haben noch mit am Start Ed Harris, den haben wir jetzt aber auch in diesem Trailer noch nicht gesehen. Nee, ich habe ihn nicht gesehen. Ich dachte erst, es wäre einer der beiden Generäle, die ihn da eingeladen haben, aber es hat sich ja nicht herausgestellt. Naja, bin gespannt, inwieweit Ed Harris hier in dem Film präsent sein wird. Erstaunlicherweise, Val Kilmer fällt auch. Der wird in diesem Film
auch einen Vizeadmiral spielen. Und da ist ja schon angeklungen, schon im ersten Trailer, dass es da wahrscheinlich so eine diametrale Entwicklung gegeben hat. Maverick, der leidenschaftliche Pilot, ist Captain geblieben. Iceman ist entsprechend dem Rivalitätsdenken aus dem ersten Teil ja noch bekannt, weiter auf der Karriereleiter aufgestiegen. Bin ich gespannt, wie die beiden ehemaligen Konkurrenten, später Freunde, in diesem Film miteinander harmonieren oder disharmonieren werden. Und ansonsten gibt es noch diverse andere Nebendarsteller, die eben auch Trainees spielen werden, also Anwärter in diesem Pilotenprogramm. Ja, und augenscheinlich gibt es auch wieder einen Luftkampf. Das deutet ja zumindest die letzte Szene nach dem Top Gun Maverick Logo an. Aber wie gesagt, da wird noch nicht so deutlich, wer ist da der Gegner. Sind es jetzt wieder irgendwie MiG oder irgendwelche anderen Flugzeuge oder eben irgendwelche Drohnen, die vielleicht einfach jetzt gerade crazy sind und vielleicht gehackt wurden und von jemand anderem gesteuert werden, man weiß es nicht. Da bin ich auf jeden Fall verdammt gespannt. Ich erwarte aber auch entsprechend großes Kino, insbesondere was die Kameraführung während der Luftaufnahmen angeht. Da macht der Trailer schon wirklich klar, also hier sind wir wirklich wieder wie in den 80ern bei Top Gun mit dabei und spüren die Geschwindigkeit, spüren den Adrenalinkick und sind eigentlich mit direkt im Flugzeugcockpit mit dabei. Das finde ich auf jeden Fall schon ziemlich cool, und dass dieses Gefühl auch schon im Trailer transportiert wird, finde ich persönlich auch ganz wichtig, damit man auch als eingefleischter Fan des ersten Teils auf jeden Fall weiß, okay, zumindest dieses Gefühl wird stimmungstechnisch aufgegriffen und auch im zweiten Teil etabliert und verwertet. Das ist ganz, 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 ganz wichtig, meiner Ansicht nach, um Top Gun 2 überhaupt auch heutzutage einem Publikum überhaupt verkaufen zu können. Bei einem Budget von 152 Millionen Dollar ist natürlich dann auch genau das wichtig, dass man die Elemente mit in einen Film mit reinbringt, die Leute sehen wollen. Und wie gesagt, das sind halt die Elemente, die bei Top Gun zählen. Die Geschwindigkeit, der Adrenalinstoß, wenn man gerade sich in der Luft befindet, eine F-18 steuert und krasse Manöver durchführt oder wirklich auch in einer Luftschlacht ist. Das war ja schon bei Top Gun 1 richtig, richtig cool, und man hat da wirklich in jeder Szene mitgeschwitzt. Das war richtig, richtig nice, und dementsprechend natürlich wichtig, dass man diese Elemente auch wieder benutzt, um die Leute ins Kino zu bringen. Sowohl diejenigen, die den ersten Teil gefeiert haben, aber vielleicht auch ein jüngeres Publikum, das jetzt mit Top Gun erstmal einen Film nachholen muss, um dann Top Gun 2 zu sehen. Also dementsprechend, das ist natürlich auch risikobehaftet für Paramount, aber ich denke schon, dass allen voran durch Tom Cruise und den generellen Originalcast des ersten Teils hier dieses Zugpferd auf jeden Fall vorhanden ist, um Top Gun Maverick auch zu einem kommerziellen Erfolg an den Kinokassen werden zu lassen. Wie gesagt, 16. Juli 2020 ist es soweit, da erscheint Top Gun Maverick in den deutschen Kinos, einen Monat fast später als in den USA. Ich meine, da ist es so 16. bis 20. Juni. Also 3 bis 4 Wochen Unterschied. Das ist natürlich wieder bitter, weil ich postuliere jetzt an der Stelle schon mal, dass auch Top Gun Maverick ein Film sein wird, der aufgrund dieser 3 bis 4 Wochen Zeitdifferenz wahrscheinlich sogar auf illegalen Streamingportalen hoch im Kurs sein dürfte, weswegen ich das anspreche, weil es ja aktuell der Fall ist, wenn wir beispielsweise uns The Mandalorian angucken, aber dazu mache ich später noch ein eigenes Video. Ich finde es auf jeden Fall nicht in Ordnung, ne? Und dass hier teilweise auch Hollywood und die Studios mit ihren unterschiedlichen Release-Daten dazu animieren, dazu an sich sogar ungewollt ja animieren und dazu die potenziellen Kunden, sprich die Kinogänger und Käufer eines Produktes zwingen, in die Illegalität zu gehen, nur um, wie alle anderen auch, beispielsweise die Amerikaner, am bereits 16. Juni einen Film gucken zu können, jetzt beispielsweise im Fall von Top Gun Maverick. Es wird nicht der Großteil der Masse sein, die in die Illegalität geht, viele werden warten. Auch ich werde warten, genauso wie ich es auch bei The Mandalorian getan habe. Ich werde jetzt nicht auf irgendwelche Proxys ausweichen, um mir irgendwie dann über Umwege einen semi-legalen, / illegalen Weg zu bahnen, um ein entsprechendes Produkt zu erwerben. Das ist mir viel zu anstrengend und auch viel zu unsicher. Und das habe ich vielleicht früher mal gemacht, eventuell.
Aber das mache ich heute nicht mehr, weil es lohnt sich einfach nicht. Ne? Die Qualität ist mies manchmal, also wirklich, so guckt man keinen Film, meine Meinung. Wie hat euch der Trailer Numero Duo für Top Gun Maverick gefallen? Schreibt mir das doch mal in die Kommentare. Wie steht ihr eigentlich zu illegalem Streaming? Ihr müsst jetzt hier nicht eure Geschichte reinschreiben, so nach dem Motto, ja, also früher bei RapidShare, also ganz unverfänglich, einfach nur eure Meinung zu dem Thema. Ich möchte ja natürlich auch nicht, dass hier jemand irgendwem wiederum eine Grube gräbt. Auf der anderen Seite möchte ich auch nicht, dass hier irgendjemand eine Straftat zugibt. Aber eure Meinung einfach jetzt generell erstmal zu illegalen Streamingdiensten, das finde ich auf jeden Fall interessant. Und eure Erwartung letzten Endes, ob Top Gun Maverick theoretisch auch so ein Film werden könnte, der manch einen vielleicht sogar in die Illegalität treibt aufgrund der versetzten Release-Daten. Na, meine Meinung habt ihr jetzt. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Da unten gerne abonnieren und die Glocke richtig so bang, 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 damit ihr auch hier in Zukunft kein Video mehr verpasst. Das war's von mir. Nicht vergessen, Freunde der Nacht. Filme sind einfach geil.